mit knapp 19% war Irmgard Gries die erfolgreichste unabhängige Kandidatin, die je für die Bundespräsidentschaft angetreten ist. Für die Stichwahl hat es dann trotzdem nicht gereicht, aber beide Finalisten müssen sich jetzt um die mehr als 800.000 Gries-Wähler bemühen. Sie könnten die Wahl entscheiden, aber ihre Kandidatin will bisher keine Wahlempfehlung abgeben. Aber sie will jedenfalls mit ihrem Team weitermachen, das hat sie angekündigt. In welcher Form, das ist noch unklar. 18,8% der Stimmen. Der Jubel am Wahltag währt ja nur kurz. Mit 19% der Stimmen hat Irmgard Gries zwar ein mehr als respektables Ergebnis eingefahren, für die Stichwahl reicht es aber nicht. Gries punktet im Wahlkampf als Außenseiterin, als eine, die nicht aus dem etablierten Parteiensystem kommt. Ich glaube schon, dass sich die Menschen jemanden in der Hofburg wünschen, der klare Worte spricht, der etwas sagt, wenn es notwendig ist. Doch die klaren Worte, die sie selbst immer wieder einfordert, noch am Wahltag wartet man auf die vergebens. Gries will sich demonstrativ nicht festlegen, wen sie bei der Stichwahl unterstützt. Wir werden das besprechen und dann werden wir sagen, wie wir uns dazu stellen. Verraten Sie uns, wen Sie in der Stichwahl wählen werden? Es gibt ein Wahlgeheimnis, warum soll ich das jetzt sagen? Gries hat zwar gewisse Sympathien für Van der Bellens Werte bekundet, will das aber nicht als Wahlempfehlung verstanden wissen. Nicht so zurückhaltend manche ihrer Unterstützer. Friedhelm Fritschenschlager outet sich schon kurz nach der Wahl für Van der Bellen. Er hat im Wahlkampf immer wieder gesagt, sie tritt ein für eine klare Sprache, für klare Positionierungen. Lässt sie jetzt nicht genau das vermissen? Ich finde nicht. Die Positionierung hat sie ja vorgenommen, inhaltlich, dass sie jetzt den Wähler für mündig genug hält, nicht den Wählern Vorschriften zu machen oder Empfehlungen zu geben, dafür habe ich Verständnis. Gries als One-Woman-Show kann aus fast allen politischen Lagern schöpfen, am meisten von der ÖVP. 26% ihrer Wähler kommen von den Schwarzen, 15% jeweils von SPÖ und Grünen, 14% von den Neos. Nur 3% der Gries-Wähler im ersten Wahlgang stammen aus der FPÖ. Es gibt also laut Wählerstromanalyse eher ein nahe Verhältnis zum grünen Lager. Ich schätze, dass in der Gries-Wählerschaft etwa ein Verhältnis von 4:1 für Van der Bellen ist. Also viermal so viel Van der Bellen-Wähler als Hofer-Wähler. Insofern wäre eine Positionierung von ihr mehr Richtung Van der Bellen logisch. Wenn sie diese Bewegung weiterführen will in ein politisches Projekt, wie sie angekündigt hat, dann ist es sinnvoll für sie, eine Aussage zu machen. Doch noch ist unklar, wie es mit Gries politisch weitergeht. Eines ist klar, die nächste Rechnungshofpräsidentin will sie nicht werden. Ein entsprechendes Angebot von der ÖVP hat sie abgelehnt.